Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Letzte Aufnahme für heute mit Freddy. Hi. Und. Nicht mehr gesehen, Leute. Wie geht's euch? Das machen wir nachher. Adieu. Wir gehen jetzt erstmal zur Mühle. Und gucken nach, ob. Wie hieß der nochmal? Ja. Den Namen. Wessen. Wessen ne? Wessen hier? Haaren. Rock? Nee, das Mäuschen. Wessner. Also, Wessner. Ob Wessner schon da ist? Also noch ist sie nicht da, ich hoffe sie kommt. Warte, kann ich da meditieren? Ist da Feuer? Fragst mich was. Glaub nicht, dass da Feuer ist. Fuck. Ich kann ja kurz mit den Stadtwachen sprechen. Von denen hier einer rumsteht, genau. Mikul. Wir spielen Poker. Würfeln drücken. Ja, das Poker ist so scheiße. Ist es ja auch. 3, 3, 2, 2. Also wir haben zwei Doppelte. Er hat einen Doppelten. Wir gewinnen. Dann erhöhen wir nochmal auf 12. Zum erneuten Würfeln würfeln wir. Er hat nichts. Wir haben verloren? Was? Wie? Ich hab verloren. Wieso? Weiß ich nicht, ich hab einen Doppelten und er hat gar nichts gehabt. Also ich hatte zwei Doppelte, er hatte einen Doppelten und er hat, weiß ich nicht, was gekriegt, hab ich nicht drauf geachtet jetzt. Ich hab 1300, scheiß drauf, wir würfeln ein bisschen. Wir haben zwei Einsen. Er hat zwei Zweien. Ja, scheiß drauf, erhöhen wir, ne? Er hat schon wieder gewonnen. Dann würfeln wir halt nochmal. Zwei Einsen, wow. Und er hat nichts. Ihr paar Gegner hat nichts, dann erhöhen wir mal. Ich verstehe das Spiel übrigens überhaupt nicht. Das kannst du auch nicht verstehen. Weiß nicht. Warum würfel ich kein zweites Mal? Weil du die Würfel aussehen sollst, die du rerollen willst. Du sollst auf die Klippe. Oh. So, okay, das hätte man mir erstmal erzählen sollen. Gut, dann würfeln wir halt nochmal. Mir sagst du, ich soll Sachen lesen, aber muss es selber nicht. 5, 5, 3, 3. Also ja, haben wir zwei Doppelte. Er hat ein Triple. Ein Triple ist mehr wert als zwei Doppel. Ich erhöhe. Warum erhöhst du, wenn du nichts hast? Willst du bluffen oder was? Denkst du, er steigt aus? Nein, aber ich werde die hier nochmal spielen. Ich habe nochmal einen Doppelten. Und jetzt habe ich einen Vierer. Das ist nice. Ich habe vier Fünfen. Ja, ich habe gewonnen. Ja, gewonnen. 70 Orens. Nächste Runde. Würfeln. Wir haben drei Fünfen jetzt schon. Und er hat nichts. Ach doch, er hat ein paar, habe ich gar nicht gesehen. Dann machen wir nochmal erhöhen. Und ich habe gewonnen. 86. Ah, hat mir gefallen. Gut, jetzt suchen wir uns ein Feuer, an dem wir schlafen können und dann. Warten wir mal kurz auf sie, ne? Kann ich mich nicht einfach bei irgendwem ins Haus legen? Nee. Wo gibt's denn hier Feuer? Weißt du, draußen in der Wildnis überall Feuer, hier in der Stadt nichts. Du kannst beim Geistlichen schlafen auf jeden Fall. Okay. Das andere weiß ich nicht. Da gehe ich gerade hin.
Also am Geistlichen kannst du ihn ja ansprechen, dann hast du, glaube ich, dieses Ausrufsymbol da. Ja, aber er ist nicht zu Hause. Er ist doch vor der Kirche. Ah, er ist doch da. Er war zwar gerade draußen, aber jetzt zu Hause. Okay, ausruhen. Neue Talent erworben. Ach ja, kann ich auch noch machen. Ich bin schon wieder gelevelt. 6 Talentpunkte. Oh, was brauche ich noch? Aua, aua, aua. Gut, dann gehen wir mal. Warte mal, was haben wir bei Stärke noch? Bei Stärke hätten wir Faust. Ah ne, warte mal, machen wir mal starker Stahl. Ne, schneller Stahl. Schneller Stahl verwenden wir eigentlich am meisten. Und Gruppenstahl machen wir auch nochmal einen höher. Paralyse plus 15 Schmerz. Schaden plus 20%. Schmerz 30%. Wirkt nur, wenn Gegner weniger als 25% Vitalität hat. Das machen wir mal hoch. Plus 20, plus 25. Paralyse ist nicht so meins. Obwohl Paralyse eigentlich auch ganz geil ist, ne? Gut. Dann haben wir jetzt gerade mal alles in starker Stahl geschmiedet. Sehr gut. Ja. Ich dachte, du wolltest schneller Stahl haben. Meine ich auch, schneller Stahl. Was mit Gruppenstahl? Gruppenstahl habe ich nur einen Punkt reingeskillt. Einen. Und den Rest komplett in schneller Stahl. Dann meditieren wir mal. Eine Stunde. Wieso ist Alvin jetzt bei ihm? Weiß ich nicht. Wird er rumgereicht wie eine Nutte? Wie normal. Muss ja auch Spaß machen. Der Geistliche kümmert sich jetzt um mich. Wie bist du hergekommen? Der Geistliche hat mich aus den Klauen einer Hexe gerettet. Klauen? Das hat er gesagt. Lebst du denn gern hier? Das ist meine Chance, ein anständiger Mensch zu werden. Ich drück dir die Daumen, Junge. Er hat der Hexe das Kind weggenommen? Was? Was für ein Wichser. Wieso? Da muss ich gleich mal mit der Hexe reden, ob sie ihn irgendwie nicht umbringen will. Dem wäre ich nämlich sehr zugetragen. Ich vertraue der Hexe irgendwie mehr als ihm. Dem alten Pedo-Opa. Wie habe ich bei ihm nicht so ein gutes Gefühl? Du etwa? Nö. Er war mir irgendwie ein bisschen suspekt. Recht. Wie ich sehe, habt ihr Alvin aufgenommen. Das war meine Pflicht. Sollte ich zulassen, dass die Hexe ihn verdirbt? Wahrscheinlich nicht. Wenn meine Tage gezählt sind, brauchen die Menschen einen neuen spirituellen Anführer. Braucht er denn keine Mutter? Was wisst ihr schon? Das Kind kann jetzt vielleicht seine Seele retten. Ich habe es zum ewigen Feuer geführt und ich brenne seine Sünden und seine Schwäche aus. Und nichts davon geht euch etwas an. Ich werde mal mit der Hexe quatschen. Das wird dem nicht einfach auf die Fresse hauen. Diesen Tempel nicht durch eure Gegenwart. Ja toll, jetzt kann ich nicht mehr bei dem pennen. Jetzt muss ich einmal raus und wieder reingehen. Das... Scheiße, das ist so nervig. Dass die Leute dann anfangen zu weinen, wenn man ihnen was sagt, was sie nicht hören wollen. Statt dass man einfach so meditieren kann, ohne diesen Spasten, wie in... Ja, wie in Skyrim und in Oblivion, dass man sich einfach irgendwo hinlegt. Und einfach T drückt. Ja, das meine ich ja, dass man sich einfach hinlegt. Du legst dich ja nicht, du wartest einfach. Du stehst einfach nur rum und guckst in der Gegend rum. Ernsthaft? Ich dachte, man legt sich dann hin. Nein, also normalerweise ist da kein Einweis, dass man irgendwas macht. Also man steht dann wirklich einfach rum und wartet. Jetzt brauche ich nur noch einen gelben Wagen. Mein Schwert ist so schön gelb-grün. Da so ein Öl drauf geschmordert habe und ist sie. Oh, da steht schon mal jemand. Da gucken wir doch gleich mal hin. Welchen Wein geben wir ihr, wenn sie fragt? Den guten oder den. Okay. Immer den guten. Nutten lieben sagen. Lieben teure Sachen. Sie ist ja keine Nutte. Endlich. Ich dachte schon, ihr kennt mich mehr. Dieser Ort ist so gruselig. Habt ihr den Wein mitgebracht?
Danke. Ich fühle mich gleich viel mutiger. Würdet ihr mir die Mühle zeigen? Natürlich. Was immer ihr wollt. Schönheit vor Alter. Vielleicht sollte ich doch nicht. Ich könnte meinen neuen Rock schmutzig machen. Keine Angst. Wir Hexer haben auch dafür eine Lösung. Passt auf, wo ihr hintretet, Idiot. Was gibt's? In der alten Mühle spukt es wieder. Sieht so aus. Vielleicht brauchen wir einen Hexer, der sich das ansieht. Wenn man sie mal braucht, ist nie einer da. Wir müssen wohl abwarten. Wenn hier heute ein Ungeheuer ist, ist es morgen wohl auch noch da. Sinnlos, jemand anderen da reinzuschicken. Oh. Das werde ich wohl zensieren müssen. Neuer Eintrag im Tagebuch. Vesna. Charakter. Vesna. Oh ja, ich schätze, das werde ich zensieren müssen. Aber das kannte ich schon. Ich habe nämlich eben mal offscreen versucht, ob wir das jetzt verkackt haben oder nicht. Und wir hatten es zum Glück nicht verkackt. Ich hab's verkackt. Ja, Freddy hat's verkackt, aber ich wollte euch natürlich nicht spoilern. Und jetzt ich glaube, ich werde das erstmal nicht rauscutten und dann vielleicht werde ich es irgendwann mal rauscutten. Bist du nicht. Ich Stress kriege. Mit mir. Bin ich einfach dazu. Ich habe einen neuen Charakter freigeschaltet, den lese ich jetzt nochmal vor. Wie lange habe ich noch? Was weiß ich. Das wird überzogen sein. Nee, warte, Locker. Wir haben eben einen neuen Part angefangen, ne? Haben wir? Ich glaube schon. Nee, haben wir nicht. Sicher? Nein, eigentlich nicht. Harenbrock ist ein verdächtiger Kerl, der nur den Geistlichen fürchtet. Er verhöhnt das Gesetz und umgibt sich mit Schurken, die seine Halbseidengeschäfte decken. Borg lebt im Umland der Stadt in einer kleinen Siedlung am See. In einer kleinen Siedlung, in der er allein das Sagen hat, Schreibfehler. Er entfernt sich nie weit von seinem Haus. Borg führt ein Geschäft, das Waffen und alchemistische Zutaten für die Herstellung von Bomben führt. Geheimnisvoller Magier. Der Magier griff Kermorin an, weil er in die Festung verwahrten Hexen und blablabla, das hatten wir alles schon. Der geheimnisvolle Magier, der das Symbol eines Salamanders benutzt, ist ein begabter Alchemist, der Mutationen erforscht. Woher wissen wir das jetzt auf einmal? Ist auch egal. Weil er es geklaut hat und es wahrscheinlich erforschen möchte? Ja, aber das haben wir jetzt gerade erst gekriegt. Ja. Ist sie jetzt da geblieben? Wer ist da geblieben? Unser Mäuschen. Guck nach. Vielleicht gibt's noch eine Runde 2 für dich. Ich komm nicht rein. Okay, der war schlecht. Aber gerechtfertigt. Nee, war er leider nicht. Na, mein Nachbar macht ein Party. Party? Ja, Party. Nicht Nazi, Party. Nice. Okay, jetzt haben wir 2 von den Karten freigeschaltet. Das scheint, man kann mit vielen Frauen diese Karten freischalten. Freddy meint, er hat 3. Wenn er die nicht hat, müsste ich noch 2 finden können. Ich tippe bei einer, das ist... im zweiten Gebiet von 7.000. Du hattest im Part gespoilert, wer die andere ist, oder? Nein, extra nicht. Stimmt, hattest du extra nicht gemacht. Gut. Was machen wir denn jetzt mal? Laufen. Frontende!
bald vorbei. Ja, ein Tag noch, ne? Verlängertes Wochenende. Gott sei Dank. Vor 2 Wochen in diesem Part. Ja. Ah, schön. Das hier kommt am 2. raus. Sehr gut. Hä, warum sind hier denn keine Wasserleichen mehr? Weil die tot sind? Ich denke nicht. Du bist doch getötet. Ja, die auf der anderen Seite, aber nicht die auf dieser Seite. Auf dieser da Seite sind Ertrunkene. Keinen, oder? Da. Warum willst du Ertrunkene töten? Quest. Hast du die nicht schon gemacht? Hab doch gerade eine angenommen. Gut. Schön, dass ich den da einfach mal nicht anklicken kann. Jetzt geht's. Geht doch. Needs words. Gut, was habe ich jetzt noch für Questen? Die Spur der Salamandra. Ich habe das Vertrauen von Odo und Mikul gewonnen. Und jetzt zu Haren. Okay. Dann spreche ich jetzt erstmal mit dem. War das hier sein Haus? Ich glaube, das hier war sein Haus. Tür zu Harens Haus. Die Mistviecher hier gerade gekillt. Hexer! Was? Kann ich diese Ertrunkenen finden? Ich hätte die auch gerade kalt gemacht. Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Ich hab dir doch gerade kalt gemacht, du Wichser. Wen? Die Ertrunkenen. Okay. Lebt wohl. Alle Ertrunkenen? Alle, die ich gefunden hab. Jetzt stehen da 2 neue, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, eigentlich schon. Fest aktualisiert, ich habe alle. Oh Gott. Kertmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, Essef hat gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vater, nein. Ihr seid kein Einseide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Einsede. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Scheiße. Geben wir den Elfen ihren Scheiß oder nicht so? Ich will mich mit denen nicht schlecht stellen, aber wenn ich mich mit Haren schlecht stelle, dann verkacke ich beim Magier eventuell. Was hast du gemacht, Freddy? Was? Was hast du gemacht? Wobei? Hast du den Elfen ihren Scheiß gelassen, oder hast du... Alle Elfen ausrotten. Ernsthaft? Ja, normal, Endlösung. Nee, das will ich nicht. Ja, dann machst du nicht. Ich hab die alle umgebracht.
Ich bin Pisser, ich unterstütze die dreckigen Diebe. Ja, aber es sind Elfen. Elfen sind schon cool. Elfen sollten sterben. Also ich würde niemals einen Elfen spielen, aber ich finde die Elfen gut. Nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. Glossarelfen. Gut, ich habe ihnen ihren Scheiß gegeben. Gut, ich habe keine Ahnung, ob es eine gute Wahl war, aber es war meine Wahl. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich habe euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visima, wenn jemand Meldung macht. Soll heißen? Skoyatel-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Na, ich hab Nasenbluten. Andra knöpfen in Dorfland. Wieso? Wer nicht gehorcht? Habe ich zwischendurch einfach so. Geil, oder? Ja. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. 200 Orens. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, die Leute leben zu lassen. Das ist jetzt ein bisschen doof, so zu spielen. Nein, das ist geil. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part schon geht. Ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wann du angefangen hast. Ich auch nicht, warum lebt hier noch ein Trunkener? Weiß ich noch nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch zurück in die Stadt und machen dann Schluss für heute. Und dann nehme ich morgen weiter auf. Oh, ich liebe es, wie die Axt rumflummelt. Flummelt. Ja. Sehr guter Name. Oh. Der rote Hund schon wieder. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Nein, er haut wieder ab, okay. Der verbesserte Kampfstil gefällt mir schon mal. Okay. Das ist ziemlich schnell. Hast du den Kampfstil schon erhöht? Wie erhöht? Scheiße, Alter, das Öl hält 16 Stunden. Ja. Dann kannst du Wölfe mit 2 Hieben töten. Wölfe? Oder ja, hier diese paar Gästen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Bargäste mehr gesehen.
Also ich habe alles ein bisschen hochgeskillt schon, also ich denke schon. Okay, ich spreche jetzt nochmal eben mit dem Geistlichen. Sprech. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Ja, hauen wir denn jetzt noch in diesem Part auf die Fresse oder nicht so? Weiß ich nicht. Ich denke, dass wir den auf die Fresse hauen. Das seht ihr dann morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.